So, wir sind. So, wir sind jetzt unterwegs und ich habe meinen Onesie angezogen. Könnt ihr es sehen? Und dafür, dass heute. Und dafür, dass heute kein Sonnenschein ist, ist es trotzdem warm. Und was sagst du, Oma? Oma sagt, ich habe ein Pyjama an. Was sagst du? Und jetzt nochmal auf Deutsch. Zirkus, du isst doch Zirkus. Aus welches dem Zirkus ausgebrochen? Und ja, ich habe das angezogen, weil es einfach bequem ist und ich auch nicht mehr so viele Klamotten da habe. Ja. Man kann auch, schreibt ihr gerne in die Kommentare, ob ihr mit einem Onesie rausgehen würdet. Oder ist das für euch so Pyjama, Jogginganzug, dass man damit nicht rausgeht? Würde mich interessieren, also ab damit in die Kommentare. Wir gehen aber jetzt nicht weit, wir gehen jetzt nur wo gehen wir hin, Oma, da? Makaroniku, da was abholen und zu essen holen. Ja, und genau, was ich noch sagen wollte, ich habe Oma gesagt, ich werde mir da wieder was zu essen kaufen, eine Pizza oder so, also Tiefkühlpizza. Und ich habe ihr direkt gesagt, ich werde mit ihr nicht teilen. Sie kriegt kein Stück von mir ab, weil ich gestern einfach nicht satt geworden bin von der Pizza, weil ich sie geteilt habe. Und dann habe ich mich mit Süßigkeiten vollgestopft. Und es ist nicht der Sinn der Sache. Und ja, ich habe ihr aber gesagt, wenn sie möchte, dann kaufe ich ihr gerne eine eigene Pizza. Und ja, ich kaufe ihr eine, aber ich gebe ihr nichts von mir ab. Und sie meinte... Sie meinte, sie will nichts von mir, sie will auch nicht probieren. Aber ich weiß jetzt schon, dass sie wieder bestimmt ein Stück von mir will. Und wenn ich ihr wieder nichts gebe, ist sie sauer. Und gestern habe ich ihr was abgegeben. Oma, was sagst du? Soll ich dir auch eine Pizza kaufen? Willst du eine Pizza haben gleich? Ich kauf dir eine, du kriegst nichts von mir, aber ich kauf dir eine. Danke. Ach, das stimmt. Stimmt. Muss jemand hier besser. Stimmt, dann kann ich gleich noch ein paar Fotos muss ich draußen machen. Chinier da moja Pizza. Ale ci mogę kupić jak chcesz. Oma, chodź. Chodź, komm zu mir. Komm. Ja, komm. Ale tam nie pisze makaroni. A czemu się nazywa makaroni? Bo tak go nazwali i tak go. Ale nie pisze. Sklep spożywczy. No i dann schaue ich oben Makaroni. Warte, ich muss noch. Was du hier willst. Ich will ja Energie, denn. Na, wie hast du? Mama, to kupi mi pizza i jedna zapiekanka, ale jest to suta. Nie ma. Also die ist nur abgebrochen. Also ich habe die Pizza zerstört. Nein, nicht. Co by znaczyło? Jedna zapiekanka. Albo ryby są też. Chcesz ryba? Pizza i zapiekanka. Aż ryb? No, chcesz loda? Noch Tessa, noch? Dobra. Nein, aber ich bin noch nicht fertig.
Ja, jeszcze nie są gotowe. Jeszcze nie. O, a jak ile ludzi chcesz? Nie skosztowała jedna ino. To jeszcze nie są tak, jak powinny być, ale... No, ale... Oma, chcesz też taki lód? Daj. No wejść taki, tak. Albo nie będziesz płacić. Mhm. Albo chcesz ci płacić. Bo chciałam jeszcze coś? Nie, oj, no, te tu skawki bym wzięła. A bułki, Oma? No i co, ale nie jedna ma. Jedna tylko jest bułka. Albo ale... bułka krojona w beka. Tak, to jest jasne, na co ale... to my mumy. Mumy i ciemny chleb mumy, co ty chcesz. No to z tymi ziarnami, a z tymi ziarnami to trzeba myć. To tylko to, ja te truskawki, 4,50. A szukajcie się sami, bo mnie już... O, no to się dzięki, są bardzo fajne. Dzięki. Pani też wzajemnie. No, no dwa lody te. Mhm. Ten. Mhm. Ta zapiekanka. Mhm. Ta pizza. Nie mam. Ups. I ten jeszcze. Aha, energy. Was willst du noch? Und das Papier mm, ich kann noch. Und man kann das schon mal hier. Ja, check it, ich hab Ile kosztują cigarety? 14,70. 47 zł. Te albo wszystkie, wszystko razem? Wszystko razem 164,90. A, dobrze. Chodź, weiß ich, ob ich so viel Geld habe. No to gorę, bo ja te moje pieniądze zapakowałam i... Nein, das esse ich jetzt. Das nehme ich. Ja, to zobacz, bo ja już dałam. Ich habe gerade nicht gesagt, dass sie so teuer sind. Dann schaffe ich noch etwas. Ile? 164,90. 165? Ja, to muszę. Ha, ma. Kasia, kasia. 50. Ja to równie muszę jeszcze te 4,90. 5 złotych jeszcze. Mam. 5 złotych? Jeszcze? Tak, 4,90. A ty się po prostu tak weźmie, aby kapalił woreczek. A te papierosy. Teraz mam woreczek. Jeden na cigarety, dziękuję. Posłuchaj. Nie, nie się obraża. Dobrze. Jedną na te cigarety. Tak wszystko masz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Proszę. A przyszło zaś nowy. Do 13, ale inny. Warte mal, 140 haben die gekostet. Das heißt 70... 35 Euro! Und ich habe hier noch was anderes gekauft. Ey, die muss mir dann auf jeden Fall was wiedergeben. Ich muss... Ey, die muss mir was auf jeden Fall zurück... Doch, die gibt mir was. Na, die kosten... Warte mal. Ja, warte, ich muss noch... 35 Euro und ich habe hier noch was anderes gekauft. Ne, die muss mir auf jeden Fall was zurückgeben, weil für so viel... Das schütze ich drüber. Aber sie gibt mir was. Ich sag ihr das dann. Ich sag ihr das und dann gibt sie bestimmt was wieder. Oder, aber ich... Ich hätte gesagt, die kosten nur 20 Euro. Aber ist das jetzt nicht doof, wenn ich sage, ich will jetzt noch das Geld, also nicht alles, aber nur ein bisschen wieder haben? Ist das nicht doof, das zu sagen?
co ty jeszcze chcesz kupić? Tam musisz jeszcze sozoty i coś, nie? Bo Oma, die Oma weiß schon, wie viel Geld ich noch habe. Echt. Die gucken das schon so in mein Portemonnaie, dass sie alles weiß. Das ist wie Jungsack, wie gern. Ja, die Wodka will ich noch kaufen und in den Friseurgeschäft wollte ich gehen. Und nach Tesco. Also ich habe eine Signe, Pignonze. Gurka super, Gurkowa super. To widzisz, to my mieli grzanka. To jutro kupimy grzanki chyba. Bo nie wiem, czy w Tesco tam kupimy. A, warte, ich wollte mein Eis essen. Ciepłaś i... I zapomniałam. Diesmal habe ich den gekauft, den Pita Haya, den wollte ich schon gestern kaufen und essen. Aber dann habe ich mich doch für Papaya entschieden und heute nehmen wir diesen hier. Pita Haya, ja, ich bin gespannt. Oh oh. Bitte mal. Hätte ich aber genauso gemacht, weil hier sind nicht an jeder Ecke Müll schon wie bei uns. Ich hoffe nicht, dass das Cola ist, weil Cola mag ich nicht. Das schmeckt komisch. Ich weiß aber nicht nach was. So. Bis später, Pera. Sag Tschüss, Oma. Tschüss. So, wir sind wieder da und jetzt packen wir die Tasche aus, was ich alles gekauft habe. Ups. Jetzt gibt's ein Unboxing, nein, ein Food Haul. Wartet, so. Einmal habe ich so ein Eis gekauft und das zweimal für mich und für Oma. Preis, keine Ahnung. Dann, ja, Saphir-Kanka, aber die ist hier schon abgebrochen, aber war die letzte. Es ist so immer im Tante-Emma-Laden. Dann hat Oma Erdbeeren gekauft, 500 Gramm. Weil ich hier gestern dann aufgegessen habe. Gesundheit. Also Erdbeeren. So könnt ihr es sehen. Moment. So. Also. Erdbeeren. So. Dann geht's weiter mit Pizza, die wir schon gestern hatten. Dann noch das Eis, was ich schon aufgegessen habe. Und Energy zeige ich euch. Und zwar das hier, das war das günstigste für 50 Cent. Yep. Und noch etwas, das hole ich eben schnell. So, Zigaretten, eine Stange. Und ja, meine Schwester meinte, die kosten 20 Euro. Schön wär's. 10 Stück kosten 35 Euro. Ich wusste gar nicht, dass sie so teuer sind, Zigaretten. Aber das sind jetzt Lucky Strike mit Erdbeergeschmack. Genau, mit Erdbeergeschmack und Double Click. Das hat sie euch ja im letzten Vlog, Polen-Vlog, erklärt, wie das funktioniert. Ja, 10 Stück für sie, aber 35 Euro. Schwester Herz, beim nächsten Mal überlege ich mir das zweimal, ob ich sie dir mitbringe. Ja, also, Zigaretten. Und für alle, die es noch nicht wissen, ich bin nicht Raucher. Na to za tym do
Bin oder bin ich schneller als ich? Nein. So. Aber die Pizza. Ach so, okay, ich wollte schon sagen. Ja, die Pizza ist schon nicht durch. Ja, wie immer. Boah, ich hab Bauch- Magenschmerzen. Ach, Schenko. Von dem Eis, glaube ich. Das Eis. Nur sehr durch. Ten Loot. Nur ja, Ten Loot ist dran. Boah, ist das alles hier drin. Już też dosyć. Zrobię zdjęcie z tych truskawków. Jak pierdolę. Przestój już. Przecież zrobiłaś dopiero zdjęcie. Jak nie? Wcisnij się. A, to. No to i próbuj. Zanieś tak, żeby my jechali 10.20. Jezus, to są spoko. Ja, żeby my jechali 10.21. Tak, czasu ma. No, a pan dopiero jedzie o 12, to już jest późno. Ani obianu, ani schaczka, ani gówno. No, idę zaś tabletkę żreć. Ach, Brand News hat mir geschrieben, wegen meiner Box, die nicht angekommen ist. Ja, vor allen Dingen am besten ist, ich habe den ja geschrieben wegen der Box, weil ich hatte ja keine Versandbestätigung, nichts. Dann habe ich den geschrieben am Samstag, letzte Woche Freitag oder Samstag, wo die anderen schon da waren, dass ich sie nicht bekommen habe und dass ich die Woche darauf im Urlaub bin und sie nicht entgegennehmen kann. Das habe ich extra geschrieben und sie ist zurückgehen wird. Und jetzt schreiben sie so, ich hoffe, dass ein Nachbar sie für dich annehmen kann. Sollte die Box wirklich zurückkommen bzw. nicht angekommen sein, gib gern nochmal Bescheid. Und ich weiß jetzt schon, dass kein Nachbar sie annehmen wird. Und ja, vielleicht hätte ich das nochmal groß dazu schreiben sollen. Weil ich habe ja geschrieben, sie wird nicht ankommen, weil sie wird keiner annehmen. Wenn sie vielleicht Ende der Woche ankommt, vielleicht kann ich sie an der Paketstation abholen. Wenn es noch passt, wenn nicht, dann geht sie halt zurück. Dann habe ich sie halt diesen Monat nicht bekommen. Dann ist das halt so. Es gab Probleme beim Versand, Oma. Jetzt habe ich schon gewundert, warum ich die Box nicht kriege, weil sonst habe ich die immer bekommen. Und natürlich haben alle die schon wieder bekommen. Jeder hat ein Unboxing-Video hochgeladen, nur ich nicht. Bei mir läuft immer alles schief, sag ich ja. Ty okropnie nie regularum robisz. Ty robisz regularumo. Tak, głośno. Ich drehe, Oma. Du kannst nicht immer dazwischen brabbeln. Na jetzt ist mola, ty się drehuj, hojby do rana. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so eine anstrengende Oma habt. Tati, aber aua. Moja Noga. Ci wszystkie zjem juzaś, Oma. Nie zjesz, bo ja zaraz się dum do jedzenia. Zaraz będę umyte i zaraz będę... Dej sam, bo muszę nabiedać. Moje. Cię zabierzcie na kupie. Wie können ja, ja się mogę pytać Nachbarin, czy nam na ten Blender to zrobimy taki sok? Sirup, do lód. Na co? Ach genau, wollte ich euch noch zeigen. Ich habe die Avocado haben wir gekauft. Aber das Problem ist, dass die gestern noch richtig hart war und heute fängt sie an zu schimmeln, braun zu werden. Ich weiß nicht, was da los ist, weil das ist, normalerweise kaufe ich die andere, die braune. Ich glaube, ich kann euch die grünen hier nicht empfehlen. Die sind, weil ich kaufe immer in Deutschland die braunen. Die ist noch voll hart und das Fruchtfleisch wird braun. Und ja, das ist von meiner Tante die Knoblauchpresse, aber ich habe Oma gesagt, wir geben die dreckig zurück, ne Oma? Co ja mam? No, bo jeszcze nie używano, jak chcesz, to ją do mi. Ja mam w domu. Dobra, knoblauch, Pesa.
So, das ist dann unsere Pizza, die gleich in den Ofen kommt. Und das ist die leckere Sapikanka, die schon abgebrochen war. Die haben wir schon so gekauft. Nom, nom, nom. Oma macht mich noch fertig. Nein, jetzt ist die Pizza fertig. Ach ja. Das ist echt anstrengend, muss ich sagen. Holst du mir die Pizza raus. So. Ach, Oma versteht so einiges nicht. Zum Beispiel, dass hier zwei, könnt ihr das sehen, hier sind zwei Lichter an. Ich habe ihr erklärt, dass erstmal beide an sind und wenn eins ausgeht, ist der Ofen vorgeheizt. Und wenn jetzt die an oder ausgehen, ist das scheißegal. Und sie sagt, die denkt, wenn der eine ausgeht, sind die dann fertig. Aber die sind nicht fertig. So. Dann musst du. Ich weiß. Dann musst du. Die Ohne. Wie schwer. Wo musst du es kommen? Ja. Uwaga. Co uwaga? Chyba na dół nie poleciało, nie będę musiała mieć, nie? Nie wiem, jeszcze. Uwaga, uwaga, uwaga. Zostaw tak open. Ich hoffe, wiecie, to termomylica 80. Und das sowieso. Ich guck mal, wie warm das ist. Warte, ich habe eine bessere Idee. Warte. Pierdolle. Ich sag dir. Czasem robi nun sauny. Warte. Huch, ich bin schon nass. Nee, warte, wir machen es anders. Warte. Nee, ich schon das Schwertgas. Aua. So, das ist jetzt unser lecker Essen. Sapikanka ist ein bisschen verbrannt, weil die war ein bisschen länger drin, als sie sollte. 12 Minuten und die sollte nur 10 Minuten. Oma, was sagst du? Ja, ich nicht gerade. Ich bin krank. Und dann müssen wir Quincy. Wohl eher umgekehrt, warte. Ja, ja, umgekehrt. Na, sage die Flasche, ich Dupsuf. Woduf. Alles zusammen. Warte, jeszcze. Nein. So. Jeszcze. Ach, meine Güte. Akku wieder leer. Co ty szukasz? To była paczka. Aha, ta paczka jest tam. Ups. O, tu kleje. No, to tutaj nie ucieknie na... auf die Edy. So, das Stück ist für Oma. Das ist die leckere Pizza. Ja, Sosta fes Koronze, Oma. Jetzt muss ich die Pizza teilen. Ich guck mal, was Oma wieder hier macht. Fes Koronze. Pokaż, co robisz tu, Oma. Mit den Fingern hast du das gerade gemacht. Und dann geht ihr. Oma, co robisz? Bawię się. Że się to tak przyklei, nie? Ja. Hast du Backpapier? Ja. Ach so, ja dann. Hätten wir Backpapier nehmen können. Nie pytusz. Nie, myślałam, że nie masz, wenn du Ofen nicht benutzt. Kupiłam ostatnio, bo się chcieli. Ach so. No, to są Backpapier. A gdzie jest? Tu, w środku. Wszystko jest.
Welches ist kleiner? Schwester, co ty mi puchtesz dać? Wisst du nicht? Pustego. Ten mały kuncyk. Nie chce tyle. Czy nie byś ich so zwei Sachen gekauft? A w to, to by to zjot. Ja uma tak nie je. Das oder das? Das kleinste. Wenn du noch willst, dann sag Bescheid. Nie. To ja za dużo już do jedzenia. Hilfa, schmeckt die Pizza echt lecker, weil die hat hier so einen luftigen Boden. Ne, Oma? Ja. Gut. Ja. Guten Appetit. Danke. Bitte. Mhm. Paketschu chciałeś. Für das. Ach so. Das smakuje, nie, Oma? Dobra, ja nigdy nie kupiłam tu pizzy. Ja nigdy nie robię pizzy. To no. Czemu? No bo nie robię, widzisz. I... Ale w makaroniku nie mają duże lody, tylko małe. Czasem mają, jak nie mają zbytu, to nie kupuję, nie? Weil da, wo wir gestern waren, da hatten sie auch großes Eis. Ale się nie wujesz. Nein, nicht der, da, wir nach der Post waren wir noch in so einem Geschäft. Ja, dran. Aber und ich dachte, die hätten hier auch. Neben Spei. Noch 28 Minuten und die Karte ist voll. Dann habe ich 4 Stunden gefilmt. Oh Jesus. Jakbym już była po operacji, jakbym już do domu przyjechała. No tu szajsy. Kebab, to jak ją kupuję, ja go cały ani nie umiem zjeść. Oj, no troszkę zjem i już dom na dół. Czemu? Zostaw się na jutro. Jest gorąco, Oma. Mm-hmm. Spaliło się. Też się to rzuciło. Zostaw to. Wodę popisam. Najwyższy. Zostaw na Tage und in den Ofen. Ja. Ja. U ciebie, nie u mnie. I so, jak smakuje za piekanka? Dobro jest. No jest tako fest pikantno, nie? Ty? Nie, to. Kiedyś program pokazali w Niemczech, jak te chłopcy są grube z tych pizzów. Wiesz co? Ja umiem zjeść troszkę, ale no nie dużo. Z tych już za dużo. Gut, du gabst nur eine Pizza, deswegen habe ich noch eine Zapiekanka genommen. Aber habt ihr schon gesehen, ne? No ale to by mi stykło, widzisz. So. Ich bin sauer auf Oma jetzt, weil... Warte mal, ist da das Licht besser? Ach, ja, viel besser, weil... boah, die regt mich so auf. Sorry, die ist so... Weiß ich... Wie ich das sagen soll, also ich frage mich echt immer wieder, wenn ich hier bin, so wie im letzten Jahr, warum ich mir das antue, aber ich weiß, jetzt bin ich sauer, aber dann fahre ich sowieso wieder hier hin, weiß ich nicht, wie ich das wieder vergesse oder so. Ja, Doppelkinn. Ich habe mich jetzt wieder aufgeregt, weil hatte was war.
Nee, ich bin heute den ganzen Tag schwach und sie auch. Deswegen waren wir ja jetzt nur kurz in diesem Laden, haben die Sachen geholt. Dann habe ich ja Pizza gemacht und sag hier Kranke. Und dann meinte sie noch, ja, lass uns zu ihrer Freundin gehen. Es ist nur 5 Minuten zu Fuß, weil sie wollte ihr noch was vorbeibringen. Und da ist ja auch diese von meiner Freundin die Tochter und meine Freundin wohnen da ja, ne? Und in einer Stunde geht's ja schlafen, weil wir haben schon 6 Uhr, ne? Ich so, ja gut, dann... Normalerweise, wenn wir irgendwo zu Fuß gehen, ist sie so langsam, macht so viele Pausen. Und ich bin ja schon langsam, also ich gehe schon langsam. Und ja, jetzt war die schon in 2 Minuten fertig und ich lag noch im Bett. Ich so, ja warte, ich bin in 5 Minuten fertig. Und sie hat keine Geduld, sie geht dann schon nach unten quatschen mit denen. Und ich wollte vielleicht auch noch mit denen quatschen, ich wollte auch noch was sagen. Und, ja, das nervt mich. Und dann, sie weiß, dass ich eine schwache Blase habe, aber das findet sie lustig, das interessiert sich. Ich gehe noch schon auf Toilette, ich mache mir schnell den Lippenstift drauf, ziehe meine Schuhe an und bin fertig. Und die ist schon die ganze Zeit mich am Hetzen, am Meckern und keine Ahnung. Und es nervt mich. Es nervt einfach, dass sie nicht 5 Minuten warten kann, bis ich fertig bin. Nee, das ist zu viel verlangt. Das ist echt zu viel verlangt. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, nach dem Motto, leck mich am Arsch, geh alleine. Ich habe keinen Bock mehr, weil ich dann einfach pissig war und sauer, weil ich meine... Ich verstehe das nicht. Wieso kann man nicht einfach warten? Wieso können die Menschen nicht warten? Wo ist das Problem? Also, das verstehe ich echt nicht, wo das Problem ist zu warten. Und ja, da sie dann so ungeduldig war und mich so gehetzt hat und gesagt hat, ja, wo kommst du? Und ich war schon fast fertig. Ich habe mir gerade meine Hände eingekommen und wollte gerade runtergehen. Und ja, das Letzte, was sie gesagt hat, war zu viel. Das war das i-Tüpfelchen auf dem i-Punkt, sagt man das so. Das hat das Maß zum Überlaufen gebracht. Ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall war ich dann so sauer, weil ich gesagt habe, ich gehe alleine, ich habe keinen Bock. Wisst ihr, ich war schwach, ich hatte sowieso keine Lust, dahin zu gehen. Ja, eher wegen der Kleinen wollte ich da hingehen, aber... Ja, hoffentlich bleibt sie da, hoffentlich bleibt sie da lang, hoffentlich bleibt sie da bis 8 oder so. Hoffentlich ist sie auch da, weil mich nervt das. Ich lieg hier, ich mache extra hier die Tür zu, damit sie nicht reinkommt. Und sie kommt rein, setzt sich hier hin und labert 2 Stunden ohne Punkt und Komma. Und das nervt. Ich will auch mal ein bisschen Privatsphäre haben. Ich will mal ein paar YouTube-Videos schauen. Deswegen habe ich meinen Laptop extra mitgenommen. Ich komme nicht hinterher. Ich komme einfach nicht hinterher, weil sie sitzt hier, sie labert hier. Und ich kann das nicht. Und dann gucke ich das nachts und dann schlafe ich nicht. Ja, boah, ich bin auch nur am Meckern, ne? Aber... Das regt mich auf. Das regt mich einfach auf mit ihr. Das ist so. Und dann ist sie da zu schwach. Dann können wir nicht da hingehen, weil sie zu schwach ist. Und da, ja. Und dann sitze ich auch den ganzen Tag zu Hause. Und sie sitzt an mir an der Pelle, weil das ja ihr Zimmer ist, ihr Haus ist. Ne? Ich meine, ist ja schön, dass es ihr Haus ist, aber ich möchte auch gerne mal ein bisschen Ruhe haben. Ich kann mir nicht 24 Stunden am Tag am Arsch kleben. Das geht nicht. Das, oh, das ist zu viel. Das ist für mich echt zu viel. In Deutschland hat sie wenigstens bei meiner Mutter gewohnt und habe ich sie nicht jeden Tag gesehen, nur ein paar Stunden. Also nicht jeden Tag und wenn, dann nur ein paar Stunden und dann war es okay. Ja, aber da war sie sowieso ganz lieb, weil das war nach der Operation und jetzt ist sie wieder in ihre alte Muster verfallen. Ja, ich dachte eigentlich, sie hätte sich geändert, aber hat sie nicht. Und genau, mein Cousin, der auch unten wohnt, nee, erzähle ich euch das mal anders. Sonntag hat ja Oma Geburtstag gefeiert. Nee, gestern waren die Nachbarn da. Da hat sie so Buffet gemacht, so Brot, Schinken, Salate, alles nur Fertiggerichte, ne? Und ja, dann hatte sie noch so ein Schinken, so ein Stückchen und meinte, ist das noch gut, riech mal, ne? Ich so, keine Ahnung, es hat normal gerochen, ne? Aber ich weiß nicht. Und dann habe ich so gesagt, aus Spaß, tortruisch hier. Das heißt, dann vergiftest du sie, so aus Spaß, ne? Und mein Cousin hat gestern und heute gekotzt, ne? Weil, und der hat den Schinken gegessen. Und gerade als sie unten war, habe ich gehört, wie er gesagt hat, das war bestimmt der Schinken, den ich gegessen habe. Die letzten 3 Stücke. Und das waren genau die 3 Stücke, wo ich dran riechen sollte. Und es hat normal gerochen. Und Oma hat sie angeboten. Und wahrscheinlich hat er diese Stücke Schinken gegessen, gehe ich von aus. Und dann hat er gekotzt. Wahrscheinlich war der Schinken doch nicht mehr so gut. Oh. Und Oma, nein, das war nicht ihr Schinken. Das war bestimmt der Schinken. Also ich habe ihn nämlich, ne, ich habe ihn nicht gegessen. Zum Glück. Mir war gerade vom Eis schlecht. Von. Ja, das war eine andere Sorte als gestern. Die war nicht lecker, aber keine Ahnung, kann Eis schlecht werden? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall wollte ich mich eigentlich aufraffen und mit Oma gehen, aber jetzt bleibe ich hier. Dann habe ich vielleicht ist das auch besser so, da habe ich ein bisschen Ruhe, wo ich gerne mit der Kleinen spielen wollte, weil ich Kinder mag.
gerne mag und Kinder lieben mich. Ja, früher wollte ich keine Kinder, jetzt möchte ich welche und jetzt, früher mochten mich keine Kinder, aber jetzt lieben sie mich. Ja, und boah, das ist anstrengend, 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 ja.